Von wo sind Sie jetzt gekommen? Direkt vom Krankenhaus? Von Rüsselsheimer Krankenhaus. Und ich werde wohl hier bleiben. Oder von hier aus gehen. Aber ich habe dank Professor Heilmann über 15 Jahre den Krebs überlebt, nicht nur einen. 6 Stück, alle möglichen Sorten, alles mal ausprobiert und überstanden, wie man sieht. Das ist auch nicht so oft der Fall. Ich bin ihm sehr dankbar dafür. Das ist ein sehr guter Arzt. Das heißt, Sie und Ihre Kinder haben sich schon sehr früh mit dem Thema Sterben, Abschied nehmen, schon auseinandergesetzt, oder? Wenn das schon so lange war. Nein, eigentlich habe ich nicht gedacht, dass ich sterbe, als der Krebs ausbrach. Ich war halt krank und ich musste damit fertig werden. Und ich habe immer voller Zorn gesagt, du kriegst mich nicht. Naja, dann kam halt mal wieder neue, da war man sehr krank. Chemotherapie, da braucht man kein Wort drüber zu verlieren, das ist bekannt. Das war so schrecklich, da hätte ich mich umbringen können, vor Schmerzen. Aber irgendwann ist es vorbei. Und da geht es wieder weiter. Aber leicht ist es nicht immer. Und dann hat man ja so nette Kleinigkeiten dazwischen. Mal eine Thrombose mit anschließender Lungenembolie. Und das war gar nicht so furchtbar, wie ich dachte. Da hatte ich es gleich nochmal. Was denken Sie denn über Dignitas und die Organisation Exit Dignitas? Das ist nur für wenige Menschen geeignet. Ich war ja mal in einer Situation im Krankenhaus. Ich hatte so irre Schmerzen durch den Krebs. Da waren die Schleimhäute alle befallen. Magen und Darm geht ja noch. Kann man auch gut Medikamente geben, aber im Mund. Ich konnte so die Haut abziehen, im Mund hin. Und dann habe ich gesagt, Silvi, guck doch mal. Ich habe einen furchtbaren Schmerz im Mund, vor allen Dingen in der Zunge. Und dann hat sie nachgeschaut und hat gesagt, Mutti, du hast ein riesen Loch in der Zunge. Diese Chemo hatte das irgendwie weggefressen. Rundherum alles entzündet und wie gesagt, richtig gehend ein tiefes Loch. Da hätte ich mich umbringen können. Und da hätte ich volles Verständnis für jeden gehabt, der so leidet und hat eine Möglichkeit. Ich hatte keine. Ist Ihnen das Leiden dann genommen worden? Gab es nicht irgendwie das palliativmedizinische Unterstützung oder andere? Ach, der Professor Heilmann war damals in Urlaub. Sein Vertreter, er kam regelmäßig und ging gleich wieder. Und eine Krankenschwester, die mal Ärztin werden wollte, aber dann hat sie gesagt, oh, das ist nicht mein Ding. Sie will lieber Krankenschwester sein. Und die ist natürlich sehr gut. Die hat sich das angeguckt. Und hat gesagt, da weiß ich nichts drüber. Ich kann jetzt auch nicht weg. Aber in einer halben Stunde bin ich mit meiner Runde fertig. Und da gehe ich mal rauf und frag die Hals-Nasen-Ohren-Ärzte mal. Die müssten doch da was wissen. Und die hatten auch was. Und da wurde das eingepinselt. Das hat aber mindestens 3-4 Tage gedauert. Mindestens. Aber dann ist es langsam abgeheilt. Aber da habe ich oft gedacht, du
du kannst nicht aus dem Fenster springen, das ist 2 Meter hoch. Du kannst das Zimmer nicht verlassen. Du kommst nicht an Gift. Mit diesen Messern kann man höchstens ein Rührei schneiden. Und, aber ich wollte nicht lustig oder originell sein, das war mir alles ernst. Aber ich hatte keine Möglichkeit. Aber es gibt eine Grenze, also da verliert man wirklich fast den Verstand. Stellen Sie mal vor, wenn man denen helfen könnte. Wenn da jemand gleich gewesen wäre, ihnen den Schmerz zu nehmen. Ja. Sie wären doch gar nicht auf die Idee gekommen. Nein. Nein. Nie. Aber es war wirklich furchtbar.